Ja, ich heiße euch herzlich willkommen beim ersten Unboxing-Video hier auf Marbacher TV. Wie ihr seht, ich habe schon angefangen, die Plastikfolie von dem großen Paket abzuziehen mit Equipment. Es geht heute um, ja, yeah, ganz genau, OnePlus One. Also das Plus One Handy, oder die Firma heißt eigentlich Plus One. So, auch hier gab es eine Folie rundum, habe ich schon abgemacht. Das ist extrem hübsch verpackt, finde ich. Das ist der European Charger. Der ist hier schön eingepackt. Auch hier war noch jede Menge Klebefolie rundum. In allen Ecken und Enden und Fitzen habe ich alles abgemacht. So, Folie dann weg. Die Schachtel ist ja eigentlich so hübsch fast wie beim Mac, aber es ist das da ist dafür. Sehr simpel, aber schauen wir mal. Hier ist nichts mehr drin, obwohl der Boden sehr dick ist. Vielleicht ist da unten noch ein Kabel drin, ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich glaube, da ist nichts mehr drunter drin. Oh Gott. So. Und hier sollte sich das Handy verstecken. Ihr seht eine schlichte Box, ziemlich schmal. Ich habe hier schon versucht, sie aufzuschneiden. Also, man kann sich ja auch mit den Händen aufreißen, aber für mich ist das Messer notwendig. Das artet in Arbeit aus. Es gibt hier so einen. Ah, okay. Das ist sogar hübsch. Ein Plus One Button, mit dem man wie bei den Mannerwaffel einfach anziehen. Ja, wenn es offen ist, geht's leicht. Aber es sieht hübsch aus. So. Okay. Geöffnet. Ich nehme an, das ist der SIM-Karten-Slot. Müsste der SIM-Karten-Slot sein. Gut. Das erwartet man innen drin. Auch hier wieder ein rotes Bändchen. Diesmal geht's leicht. So. Die Schachtel ist leer. Okay. Das sieht jetzt aus wie ein überdimensionales DVD-CD-Cover. Schaut aber sehr hübsch aus. Sandstone Black 64 GB. Gut. Dann werden wir das mal. Erfreulicherweise geht das leicht. Okay. Puh. Das riecht giftig. Okay. Oh, oh, oh. Wie ein brandneues Auto. Oh. So. Hier, also das ist wirklich, dafür, dass die Verpackung außen so schlicht war, ist das hier wieder schick. Das ist beschichtetes Plastik, also beschichteter Karton, glaube ich. Aber es fühlt sich ungemein gut an. Und es ist einfach nur schick. Hier ist es. Plasma. Auch wieder
mit diesen roten Läschchen. Wow. Und schon kippt's raus. Es ist ein Riesenteil. Unglaublich. Hinten diese unglaublich cool anfühlende Rückpartie, die man abnehmen kann. Aber noch habe ich keine Austausch. Ach, gar was gesehen. Gut, schauen wir, was da in der Schachtel ist. Oh, das geht auf. Oh. Okay. Ich nehme an, das ist das Stromkabel. Also das sieht auch. Warte mal. Das hier. Es ist wirklich sehr, sehr hübsch angepackt. Also was war hier so drüber? Es sieht schick aus. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Irgendein Schlüsselanhänger oder so. Und das ist das totschicke Kabel. Es ist ein flaches Kabel. Wie ein Band. Das ist die Frage, ob das der USB-Stecker ist. Mhm. Ja. Das ist es. Faszinierend. Also der Kabelbinder, der das Kabel zusammenhält, der ist auch Gummi. Aber sehr heftig. Oh, der ist fix. Der ist fix mit dem Kabel montiert. Das bedeutet, man kann es immer aufrollen auf so eine Lakritze-Rolle. Das ist praktisch. Und totschick. Das ist das USB, der USB-Anschluss. Das ist auch das ganze rundherum einfach weggetan, weggelassen und nur das Wichtige. Das ist cool. Aber wie es aussieht, keinerlei Gebrauchsanweisung. Wie soll mein Handy bedienen ohne Gebrauchsanweisung? Mach ich nicht. Okay. Aber der Sticker hier verrät ja schon einiges. Notice. Okay, da steht was. This device only supports standard size micro SIM cards. Usage of irregular size. Size SIM cards may damage the device. Okay. The battery is not removable on this device. If there is any issue regarding the battery, please contact a OnePlus customer service representative. Okay. This card holds information about your device. Please keep this with you along with the warranty. Okay. Wollen die jetzt wirklich, dass ich diesen Sticker? Tatsächlich. Okay, die wollen, dass man die Schutzfolie aufhebt als Garantie-Dienst. Ist da auch ein Weg?
die Sachen weg. Okay. Die Slotkarte. Cool. Das war's, es funktioniert. Batterie sogar drei Viertel voll. Das war's soweit vom Unboxing. Das Last One. Danke fürs Zuschauen.